you need someone to tell you about life's meaning, why don't you ask the morning light? Herzlich willkommen bei den Möbelmachern im Bergumwachterrecken in Heinsburg im Nürnberger Land, zum Minister 135, bei dem wir Ihnen die Objekteinrichtung der Feldmann Media zeigen wollen und deren tolles Team, dank dem das Video im Nachhaltigkeitsblog so oft angeschrieben wird. Und sich definitiv. Für die Filmgala Dolores am 24. Juni können Sie sich jetzt mit ein paar Klicks anmelden und die günstigen Karten im Vorverkauf reservieren. Die Gymnasiasten der Jahre 1960 bis 2000 werden nächst Regisseur Michael Rösel und TV-Moderatorin Christina Ringer gemeinsam mit Ihnen einen unvergesslichen Abend gestalten, für den wir das Fotografieren mit Oldtimern übrigens schon mal geübt haben. Wenn Sie im Stil der 60er Jahre gekleidet kommen, ist der Eintritt ermäßig. Wer seinen Oldtimer anmeldet, hat freien Eintritt. Natürlich sind wir auch für alle anderen Ideen zum Thema offen. Über unsere Showküche, die fränkischen Rüster mit bayerischen Granitvölkerverständigen verbindet, gibt es eine seriöse Pressemeldung an die Fachzeitschriften. Aber dieses Einhorn auf der Küche und Steinstaub in der Schütte wurde nur mit Photoshop gemogelt. Dagegen haben wir dieses kleine Möbel in echt zusammen mit den Kunden entworfen, die Grafiken gestaltet und verwirklicht. Angelehnt an das Thread-Design, das im Gang durch unsere Garderobe vervollständigt wurde, sind jetzt Elefanten der Epoche. Die Einzelanfertigung macht auch aus ihren Ideen ganz persönliche Möbel. Wir haben jetzt ein Möbelmacher-Logo zum Aufkleben, falls Sie sich das für Ihre vorhandenen Möbel noch wünschen sollten. Dieser Tisch ist zum Beispiel 25 Jahre alt, rufen Sie uns doch einfach an. Und diesen schönen Essplatz in der Fürther Altstadt wollten wir Ihnen auch nicht vorenthalten. Die Karten für den fränkischen Sommer am 23. Juni mit Olivia Trummer und Roland Setterwald, deren Musik Sie im Hintergrund hören, können Sie bei der Erzburger Zeitung abholen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Unterbrumbach, wann immer Sie dort Zeit haben. Bis bald!